Ja, wir wollen jetzt runterfahren. Mal gucken, was uns da unten alles so erwartet. Der Wald. Ich dachte, wir fahren jetzt ins Labor. Warum steht jetzt da der Wald? Haben wir jetzt Flashback? What? Und wenn wir ein Flashback haben, hoffe ich, dass wir alle unsere Waffen behalten. Oder sind wir wieder Christopher? Der Heilige Christopher. Bitte nicht. Modularer Schlüssel. Okay. Metallsphäre. Mysteriös-technische Objekte. Es scheint eine Quelle großer Energie zu sein. Bin ich jetzt wieder dieser Christopher? Und wenn ja, warum? Rechte Maustaste halten, um die Kugel zu verwenden? Wie? What? What is this thing doing? Wait. I think it's trying to show me something. Okay. Und was? Ich laufe anscheinend in die richtige Richtung. Was ist denn das jetzt bitte? Wie? Wie? Okay, ich muss hier hin. Mit der Kugel. Und jetzt? Is that so? It's searching for its parts. Ich muss jetzt die Teile suchen mit dem von dem Ding? Dein Ernst? Warum? Okay, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Muss ich jetzt wieder zurückrennen, oder was? Okay, wir müssen anscheinend jetzt die Einzelteile suchen für diesen. Für diesen Obelisken? Was war denn das jetzt bitte für ein Schatten? Gott, Assassine, was? Okay. Was in die Richtung? Was jetzt hinter das Haus? Jetzt. Ich raff nichts. Ich raff gar nichts. Was ist denn? Lass mich doch bitte in Ruhe. Okay, hier scheint es aber den richtigen Weg zu nehmen. Also, würde ich jetzt sagen. Weil es ja der einzige Weg, den ich laufen kann. So. Roundabout. Okay, scheint aber. Who's in there? Damn it! Answer me! Alter, da, der eine geht weg, der andere kommt auf uns zu. Warum? You're insane. I'm going to be insane. Ja, genau. Ich werde langsam ein bisschen wahnsinnig. Alter, beruhigt euch, Freunde. Matthias! Matthias? Is that you? Kommst du denn auf Matthias? Wer ist denn jetzt. Wer ist denn jetzt Matthias? Sie was verpasst? This monster. No, this isn't happening. This isn't. It's not real. Yeah. Hey. Also wir haben den jetzt ge. Hallo? Kann ich euch helfen? Ich kann euch nicht helfen. Oh. Er spricht mit mir.
Okay. Wow. Das war jetzt mal gerade gar nicht gruselig. Alter. Muss ich hier irgendwie hin? Soll ich hier rein? Hallo? Okay. Ende. Okay, kriege ich hin, oder? Was ist das? Verwaltungslager. Metallschlüssel. Christopher? The men found something. Found something? What is it? Damn it! What the hell is going on back there? Matthias, what's happening? I'm not sure. The whole mine is filled with a bright light and... Hey! Stop all that running around, you idiots! Matthias, talk to me. What's going on? Hey, what's the problem down here? What? Where did they go? What happened, Matthias? Speak! I don't know. There was a bright flash. One second they were yelling, and then... Nothing. What do you see? Tell me what you see! Nothing. There's just this... metal sphere. Don't touch anything. I'll be right there. The sphere, and the men vanished. That's why Matthias wants to meet at the chapel. I must hurry. Okay, da hinten ist die Mine. Wo sind wir denn jetzt? Okay, warte, wir gucken erstmal, was hier noch steht. Dieses lächerliche Unterfangen, das Christopher uns aufzwingt, wird immer schlimmer. Matthias hat berichtet, dass es heute in der Mine zu einem Zwischenfall gekommen ist. Er hat behauptet, dass ein Teil des Haupttunnels eingestürzt ist und einige unserer Männer dort unten eingeschossen wurden. Anscheinend werden wir heute Abend ein Treffen mit allen Dorfbewohnern abhalten, um zu besprechen, was passiert ist. Er bat mich, die anderen zu informieren und dafür zu sorgen, dass alle dabei sind. Ich bin gespannt, wie Christopher damit umgehen wird. Ja, keine Ahnung, wie Christopher damit umgehen wird. Christopher ist einfach September 1920. Ist ein Dude, der ist... strange. Steckbrief von Edson Flodi Rodriguez. Okay. Wir speichern. Wir haben gespeichert. Einfach vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Wie oder was? Wo muss ich denn jetzt hin mit der Sphäre? War jetzt hier nicht... Okay, hier war nichts, oder was? Also hier war schon irgendwas, aber... Wo? Also irgendwo hier drin anscheinend. Oder auch nicht. Muss ich hier rein? Oh Gott, ich kann hier rein. Ja, stimmt. Ich habe ja... Oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Hallo? Warum? Steht jetzt hier draußen wer? Hallo? Hallo? Okay, ich muss noch da. Was passiert hier? Versteht das jemand? Oh, oh, oh. Oder bin ich der Einzige, der hier so mega lost ist? Hallo? Jemand da? Liebe Amelie, hier im Dorf geschehen einige sehr seltsame Dinge. Gestern wurde uns mitgeteilt, dass einige Bereiche der Minen eingestürzt sind und ein paar Bergarbeiter eingeschlossen wurden. Aber mir kam das sonderbar vor. Mir war klar, dass das auf keinen Fall passiert sein konnte. Ich habe die Stützen selbst gesichert. Alles war in bester Ordnung. Uns wurde gesagt, dass wir uns bis nach dem Treffen von der Baustelle fernhalten sollten. Aber ich ging dennoch dorthin, um sie mir selbst anzusehen. Die Mine war völlig intakt. Und nirgendwo gab es eine Spur von Bergarbeitern. Nicht ein Tropfen Blut, nicht einmal ein Fetzen Kleidung. Christopher hat für heute Abend ein Treffen mit dem ganzen Dorf organisiert. Ich werde diese Farce entlarven und herausfinden, was zum Teufel dieser Bastard mit den Männern gemacht hat. Wer weiß, welche Lügen er sich noch einfallen lässt oder was er uns antun könnte. Ich liebe dich. Wir sehen uns bald wieder. Markus. Ja, Markus. Ich hoffe, du konntest das machen, was du wolltest. Und ich hoffe,
Dir geht's soweit ganz gut. Ja, okay, ich muss hier rein. Hallo? Diese Geräusche, diese Atmosphäre, also wirklich, dieses Geflüster auch die ganze Zeit. I don't get it. Aber gut. Das ist für mich, ich sag mal... Cool. Hallo? They started without me. Matthias, are you in there? Wie komme ich jetzt da rein? Matthias! Let me in. Aber die lassen mich nicht rein. Warum lassen die nicht? Walter! Gibt's dafür noch einen Schlüssel? Für den Bereich da oben? Oder bin ich einfach ausgeschlossen als Christopher? Also bestimmt gibt's den Schlüssel da oben in der Dings, wo ich einfach... Achso, hier ist die Church. Hier ist die Kirche. Okay, ich verstehe. Jetzt hätte ich mich ja auf der Map so ein bisschen orientieren können. So, gibt's hier den Schlüssel für die Kirche zufällig? Ja, nein, vielleicht? Anscheinend eher nicht. Okay. Gut. Ja, ich weiß, ich muss jetzt hier rein, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Aber mir fehlt ja der Schlüssel dazu. Aber vielleicht finden wir ja den Schlüssel hier hinten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Hallo. Jemand da? Gott. Das sieht hier aber auch nicht gut aus. Okay, hier ist auch nichts zu finden. Ach du Heilige. So, das ist denn die 3. Ne? 3. Strich. Also 35. Dann die 1 und 15. Dann die 1 und 10. Also 35, 15, 10. Richtig? Eine Zange. Okay, so ein Teil. Okay. Was kann ich jetzt mit der Zange machen? Kann ich damit jetzt irgendwas aufbrechen? Hier geht's nicht. Hier geht's für mich nicht weiter. Alter, schreckt mich nicht. Was sind diese Schatten? Okay. Was machen diese Schatten? Kann ich jetzt mit. Mit dem hier? Nein. Kann ich mit dem da das Schloss aufmachen? Ja. Also, ich sag mal so, ich wage das zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Okay. Ist cool für mich. So. Was ist das denn? Ein Bergbauhelm. Okay. Okay. So, hier kann ich hier hinten lang. Okay. Cool.
Warum sollte ich das wollen? Jetzt sag bloß, dass ich das hier hätte auch machen können. Oh Gott. Ich hätte gar nicht so laufen müssen, so wie ich gelaufen bin. Hätte mir das Ganze auch ersparen können, okay? Verstehe, verstehe, verstehe. Machen wir hier nochmal auf. Um hoffentlich dann einen Schlüssel zu finden für die Kirche. Damit wir zu Matthias kommen. Ich höre übrigens, ne, also nicht, dass ihr euch wundert, ich höre das, dass die mir da in sonst wie in den Nacken atmen, ne? Also, aber ich versuche es gekonnt zu ignorieren. Ich schwitze trotzdem. Und zwar ist nicht gerade spaßig. Okay. Ich bin kein Einfallspinsel. Ich erkenne, wenn jemand etwas verbirgt. Fünf Männer lösen sich nicht in Luft auf und Christophs größte Sorge ist, dass jemand die Wahrheit darüber erfährt. Nein, da stimmt irgendetwas nicht. Jetzt, wo ich gesehen habe, was dieses Sphärenartefakt ausrichten kann, traue ich Christopher und seinen Motiven hinter all dem nicht mehr. Er hat mich von Anfang an belogen. Er hat alle angelogen. Ich habe einige der Teile der Sphäre im Dorf versteckt. Hoffentlich verschafft mir das etwas Zeit, um ihn zur Vernunft zu bringen und herauszufinden, was hier wirklich los ist. Okay, der Typ hier hat anscheinend alles soweit versteckt. Und wir als Christopher wollen jetzt mit dieser Sphäre den ganzen Kladderadatsch anscheinend trotzdem zusammensetzen. Weil wir machtgeil sind oder so. I don't know. So, hier kann ich wieder runter. Okay. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? So. Kann ich hier überhaupt hier hin? Soll ich überhaupt hier hin? Also ich schätze mal ja. Ich würde aber auch gerne was für eine Taschenlampe geben. Hey, I saw you back there on the bridge. Hey! Christ, I'm losing my mind. What is this? Are these... How could this have happened? I can't remember anything. Was hast du... Also, wie... Warum... Kapellenschlüssel. Ich verstehe immer weniger von dem Spiel. Also, wie kaputt ist das Spiel? Einfach ja. Ich möchte ein Horrorgame machen, was einfach extrem verstörend ist. Und ja, er hat es geschafft. Und diese Mechanik, dass ich mit so einem Ding da aufbauen kann, ist doch eher unwahrscheinlich. Das Assassine? Ah, hier kann ich abwärts gelaufen. Nice. Okay, cool, 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 cool. Jetzt können wir in die Kapelle. Quiet, Alter. Was ist mit dir los? Jetzt kommt Christopher! Hallo? Jemand hier? Hallo? A drinking glass. What's this doing here? Everyone, please, remain calm. As some of you may have already heard, there was an accident at the mine this morning. Some of the men are missing. But do not worry. Matthias and I are doing everything in our power to locate your loved ones and return them back to you safely. In the meantime, I'd like everyone in the village to take the rest of the week away from your daily responsibilities. To start, I propose a toast. Please, let us drink. To the future! Oh my God.
It was me? It can't be. Ja. Ja. X, Y, und so. X. Okay. War es jetzt das letzte Teil oder müssen wir hier noch ein paar finden? Was denn? Okay, wir müssen noch ein paar finden. Was ist denn Quiet, Alter? Warum flüstert ihr mir die ganze Zeit was ins Ohr? Das geht doch auch anders, oder? Ich muss quasi dahin. Da hinten muss ich hin. Aber wie komme ich? Ich kann hier nichts. Nichts machen. Nichts. Lol. Bin ich die ganze Zeit hier dran vorbeigelaufen? Echt? Jetzt ernsthaft? Alter, da muss ja erstmal einer drauf kommen. Na gut. Wenigstens haben wir es nach gefühlt 3 Stunden Laufen und Suchen endlich gefunden. Genau, jetzt sind wir nämlich hier hinter dem Rädchen. Hier ist die Bar. Assassine. Warum sagen die eigentlich Assassine zu mir? Also ich verstehe die ganze Zeit Assassine. Aber ich bin doch gar kein Assassine. Ich bin Christopher... kleiner Verrückter. Ich bin doch gar kein Assassine. Oder denke ich, ich wäre einer. Würde mich nicht wundern. Hallo? Wer bist du? Fuck. Matthias. I didn't think things would... You're insane. I'm so sorry. God, what have I done? Wir haben jetzt... unser Kumpel umgebracht? Nee, oder? Ich wusste es. Auf dem Weg zum Treffen fand ich vor der letzten Hütte auf dem Pfad Matthias in einer Blutlache liegend. Liegend vor. Er gab mir dieses kleine Metallstück und trug mir auf, es so gut wie möglich vor Christopher zu verstecken. Wer dies findet, soll Folgendes wissen. Er hat sie alle getötet. Christopher ist es gewesen, der alle im Dorf getötet hat. Ja. Und der Christopher kann sich selbst nicht mehr daran erinnern. Wir saven, weil... ist wichtig. Okay, hier haben wir unser letztes Metallstück. Also die letzte Sphäre? Oder nicht so? Ich würde sagen, eher nicht so. Sind wir jetzt unsterblich? Oder noch nicht? Okay, wir müssen anscheinend noch irgendwo hin. Also irgendwo fehlt uns noch mindestens ein Stück. Was passiert? Wir rennen ein paar. Ist mir egal, wir rennen. Der Weg wird immer länger. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Wer scheint denn da? Wegrennen?
Christopher, geht's dir noch gut? Hallo? I have to get back to the mine. Warum?